Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock TV bzw. beim Rockcast. Und wie man im Hintergrund sieht, bin ich nicht im Rocksports-Studio in Stein, Oberösterreich, sondern bei einer jungen, charmanten Dame in Wien, im ehrwürdigen Gebäude, ist richtig fein da. Karin, danke schön für deine Zeit. Gerne. Ich werde die Dame gleich noch vorstellen. Und dieser Podcast ist ein bisschen anders als die anderen Podcasts und die Interviews, die ich mache, weil ich mich beim Schubladendenken erwischt habe. Und da möchte ich ganz klar noch mit dir heute drüber sprechen. Und was ich auch cool finde, eben, dass du gut die Zeit nimmst, weil wir haben uns vorher noch nie gesehen. Mhm. Also ich habe dich gesehen bei einer Keynote, aber wir haben noch nie geplaudert miteinander. Und darum finde ich es cool. Also danke nochmal für deine Zeit. Vorab vielleicht, ich habe mir das extra da hergeschrieben, unsere Sprache. Ich kenne dich ja von der Keynote und ich komme selbst aus dem Mostviertel auf dem Land. Und wir haben halt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, dass wir unser Deutsch so formulieren. Okay, das ist verständlich. Ja. Okay, das schaffen wir. Wir schaffen das gegenseitig, ja genau. Absolut. Und wenn nicht, das darf durchaus ein bisschen Slang dabei sein. Okay. Aber die Verständlichkeit wäre cool. Ja. Gut. Mhm. Genau. Ich habe mir da hergeschrieben, die Geschichte, wie ich dich kennengelernt habe. Mhm. Meine Frau hat mich vor, ich schätze, 2, 3 Jahren schon, hat mir eine Liste geschrieben, wo drauf steht, potenzielle Gäste für den Rockcast, die ich einlade, mit denen ich ein Interview führe. Und da bist du ein oder zweimal schon drauf gestanden, habe mir das Ganze dann auf Instagram angeschaut und habe dann gesehen, okay, Fashion und so weiter. Und ich habe es ja vorhin gesagt, meine Fashion-Kompetenz hört bei einem Poloshirt auf. Das heißt, ich habe im Wald damit nichts anfangen können und habe das halt dann beiseite gelegt. Und dann hat es gesagt, ich glaube, zweimal hat es mich erinnert, einmal oder zweimal, mach mit der einen Podcast. Und das ist dann wieder, hat sich verlaufen. Und dann eines Tages bin ich in der Wiener Hofburg, ist ja eine richtig feine Location, und dann ist die Karin Teigl, aka Constantly K, jetzt reimt sie sogar, auf der Bühne. Und dann hast du da 3, 4 Dinge in deiner Keynote rausgehauen, die mir dann gesagt haben, ich habe das eigentlich komplett falsch gedacht. Und du passt eigentlich perfekt da rein. Und es sind einfach ein paar Dinge, die habe ich mir da notiert, meinen Schummelzettel, die, glaube ich, einen extrem coolen Mehrwert für die Rocksports-Gemeinde haben, die auch für mich einen Mehrwert haben, weil ich einfach in eine Branche reinschauen kann, die ich so nicht kenne, beziehungsweise wo ich mich nicht auskenne. Und Wachstum ist einer meiner Werte und dementsprechend freue ich mich. Ich habe ein paar Dinge, die ich nachher dann in den Fragen adressiere, die mich eben dann dazu bewogen haben, dass ich mich bei dir melde. Aber ich möchte einmal losstarten mit, du bist Unternehmerin, du bist Bloggerin, du hast dein eigenes Online-Magazin, habe ich gesehen, du bist auf Instagram extrem stark vertreten. Und was mir so geil taugt ist, du stößt es nicht nur, aber man muss jetzt da nicht so gut kennen, aber das, was ich auf der Bühne gesehen habe, wo ich sage, das kann man nicht faken, das, was du online darstellst und die Klarheit, wie du Dinge ansprichst und das, wie es dann einfach rüberkommt von dir, das passt extrem gut zusammen. Und ich bin im Social Media Game schon ein paar Jahrchen dabei und habe halt oftmals negative Erfahrungen gemacht, dass das Bild vor der Kamera oftmals nicht mit dem Bild hinter der Kamera zusammenpasst. Das habe ich bei dir überhaupt nicht gehabt. Kennst du das Gefühl im Bauch, wenn du merkst, der erzählt da einen Schaß oder nicht, man merkt das relativ schnell. Und da habe ich mich dann eben erwischt und mir gedacht, das Abstempeln mit Fashion, das war nicht richtig. Darum war es für mich einmal ein cooles Learning. Aber Karin, wie würdest du dich selbst vorstellen? Also erst einmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite und danke, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Es ist so lustig, weil ich kriege natürlich sehr, sehr viele Anfragen und ich schaue mir das dann immer an. Aber allein schon, wie du mir angeschrieben hast, habe ich mir gedacht, hey, das ist ein cooler Dude, der scheißt sich nichts. Und ich glaube, das versteht man jetzt auch in Deutschland, das Thema, da scheißt man sich nichts. Man darf sich auch nicht immer etwas scheißen, sondern man soll Dinge einfach tun, das hast du gemacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, das imponiert mir, das gefällt mir. Und deshalb habe ich mir die Zeit genommen, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich mich selbst beschreibe, ist, glaube ich, ein Wort, das immer wieder fällt in Bezug auf meine Person. Und das ist definitiv das Thema Authentizität. Also ich glaube, seit Tag 1 bin ich so, wie ich bin. Ich rede so, wie ich rede. Kommt von dem auch der Name, Constant? Auch, ja. So, doch schon noch ein bisschen, weil wir waren auf einer Bergtour tatsächlich, eine Freundin von mir und ich damals, wo ich überlegt habe, wie soll ich mich nennen auf Instagram, wie mache ich das am besten? Und dann habe ich solche Scheißnamen gehabt. Also das war irgendwas. Also ganz schlimm. So, also richtig cheesy, so Karin is loving life oder irgend so ein Blödsinn, was alles nicht zu mir passt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber überleg einmal, wie du bist immer gleich. Es ist egal, ob mit wem du redest, du behandelst jeden gleich. Gleich nicht im negativen Sinne, sondern im authentischen genau. Sinne. Genau, ich bin immer, also ich bin nicht wie ein Fadel im Wind, sondern ich stehe zu dem und das ist konstant. Und dann ist es halt entstanden, Constantly K. Ja. Und ja, das war dann so, ich habe damals, wie ich die Firma gegründet habe, also Constantly K, auch noch damals, habe ich meine Werte so ein Wann bisschen. Hast du gegründet? 2016, genau, also vor 8 Jahren.
habe ich meine Werte so ein bisschen definiert und da ist natürlich auch... Warte, bevor du sagst, ich habe recherchiert und das sind drei Werte, die immer wieder kommen. Das eine ist Menschen inspirieren, Authentizität hast du schon gesagt und das dritte war Weiterentwicklung. Genau. Ist das noch das? Ja, also es waren fünf. Es war zum einen authentisch sein, inspirierend, motivating, progressive, was dafür steht, dass ich einfach weiterentwickle, nie stehen bleiben. Ich finde, Stillstand ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Und outstanding war auch ein Wert, weil ich mich immer abheben wollte vom Rest. Mhm. Und das kannst du halt in dieser ganzen Einheits-, in dieser Bubble auf Instagram nur dann, wenn du ja, diese Werte auch lebst. Das ist bei mir eben das Authentische. Das ist bei mir, dass ich mich nicht schmink, dass ich mir nicht scheiß, dass mir das wurscht ist, ob es daheim ausschaut. Und du das auch ansprichst. Genau, genau. Das sind so meine sehr cool. Fünf Werte. Karin, ich würde direkt mit der ersten Frage losstarten, weil das war für mich einer, wo ich mir am Anfang, das hast du ganz am Anfang gesagt, bei deiner Keynote in der Hofburg. Und das war dann der erste Punkt, wo ich dann ins Grübeln angefangen habe. Und zwar hast du, ich weiß nicht, ob jetzt die Keynote so geheißen hat oder ob deine Inhalte so waren, weniger Drama, mehr Träume. Und da habe ich zwei Detailfragen. Punkt Nummer eins ist, was steckt da dahinter? Du musst jetzt nicht die Keynote erzählen, aber vielleicht das, was einfach bei dir da gleich aufpoppt. Sofort, und das kann ich dir mit einem Satz beantworten. Das ist genau das, was du vielleicht vorher ein bisschen angesprochen hast, auf eine entschärfte Version. Du hast gesagt, du hast meinen Account gesehen, du hast Fashion gesehen und da war der Stempel. Und dann wird eher mehr, wir Menschen tendieren dazu, dass wir sehr schnell verurteilen und dann auch beurteilen. Also das kann man jetzt sehen, wenn man will. Und du hast mich beurteilt aufgrund dessen, was du gesehen hast. Ja. Du bist aber jetzt ein Mann, das ist jetzt nochmal ein anderes Wetter, aber wir Frauen sind ja viel schlimmer teilweise. Und das ist so. Das braucht man gar nicht schieren. Wir Frauen reden sehr gern und sehr viel und am besten über andere Leute, dass wir ja ablenken von unseren eigenen Problemen. Und das meine ich damit mit mehr Drama. Und ich habe sehr, sehr viele Stempel im Laufe meiner Karriere gehabt. Mein Mann hat Fußball gespielt, Spielerfrau. Ich habe moderiert, Moderatorin. Ich habe zum Bloggen angefangen, die Bloggerin. Der Mann in der Bundesliga, die bloggende, moderierende Influencerin und Bundesliga-Frau von Fußballer. Das heißt, und natürlich ist das ein gefundenes Fressen für ganz viele und ich bin halt immer wieder ein großer Fan und ein Befürworter davon, dass man sagt, okay, scheiß auf das Drama. Ich triff so oft Menschen und die sagen, hast du das schon gehört? Und dann sage ich immer, nein. 9 von 10 Mal sage ich, nein, weil es mich einfach auch nicht interessiert. Mhm. Und das meine ich damit mit weniger Drama, mehr Träumen, weil wenn du die ein bisschen auf dich besinnst und einfach das ganze Drama so ein bisschen ausblendest und dich auch fernhältst von diesen Menschen, die einfach, es gibt sehr viele davon, und das heißt nicht, dass ich heilig bin, aber ich habe so eine arge Bubble um mich herum und ich bin so selektiv, mit wenig Zeit verbringen. Das heißt, ich komme gar nicht in dieses ganze Drama rein. Und deshalb bin ich da. Aber das sorgt oder das setzt voraus, dass du das aktiv ja diese Abgrenzung betreibst, weil sowieso. Das passiert ja nicht von allein, das muss man ja lernen. Ne? So ist es. Naja, das ist einfach für sich selbst Grenzen setzen und es beginnt beim Otto-Normalverbraucher allein schon, wen ziehe ich mir auf Instagram rein? So, weil wir verbringen so viel Zeit jetzt einmal nur auf Social Media. Und da rede ich jetzt gar nicht vom privaten Umfeld, weil das private Umfeld, da ist ja jeder busy und dann triff ich mich mit der Person vielleicht alle 2 Wochen einmal. Aber Instagram begleitet mich täglich. Wenn ich mir aber jeden Tag irgendeinen Schrott reinziehe, dann kann ich mich jetzt auch nicht wirklich distanzieren von dem Ganzen, weil ich sehe jeden Tag das perfekte Leben, das perfekte zusammen, also den perfekten Partner, die perfekte Wohnung. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach Bullshit. Und wenn man das nicht gut tut, muss ich das ein bisschen einschränken. Und so ist es aber im privaten Umfeld auch. Wenn man eine Person nicht gut tut, wenn man die Person sehr viel Energie raubt in einem Gespräch, dann triff ich den halt auch nicht mehr. Und ich bin dann beinhart. Spruch, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wir reden da jetzt nicht nur über das Unternehmerische, das trifft ja auf das Zwischenmenschliche und so weiter zu. Heißt nicht, dass man den Kontakt sofort abbrechen muss und man kann entscheiden, triff ich mich täglich mit der Person oder vielleicht nur einmal im Monat oder einmal im Jahr beispielsweise. Also ich bin da schon rigoros, muss ich da sagen. Wenn mir was nicht gut tut, dann distanziere ich mich ganz klar von den Menschen. Und ich bin da beinhart und das ist auch nicht immer gut, aber mir geht es viel besser. Und ich stelle mir da aber absolut sowas von an erster Stelle, weil mein Leben ist viel zu kurz, um das mit jemandem zu verbringen, der immer negativ ist und der immer Probleme sucht, anstatt einmal das Schöne zu sehen im Leben. Weil es gibt so viele schöne Sachen. Wir Österreicherinnen und Österreicher sind auch super im Jammern. Also ja, aber ich glaube, das ist jeder. Ich glaube, das ist gar nicht einmal so ein Österreich-Ding. Das ist einfach generell, dass uns Menschen geht es viel zu gut. Und ich war überall auf der ganzen Welt unterwegs, ich bin 40 und war 6 Jahre im Ausland. Ist wurscht, ob ich in Amerika war, ist scheißegal. Die Leute jammern einfach sehr gern und sehr viel. In Amerika ist es ein bisschen anders, weil es sehr oberflächlich ist. Die sagen eher was Gutes, was eher cool ist, als wie was Schlechtes. Aber ich glaube, dass das egal ist. Aber Fakt ist, um den Dings wieder zurückzukriegen, die Kurve zu kratzen,
es liegt immer an dir selber. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Aber es will gelernt sein. Ne? Bitte? Es will gelernt sein. Ja, ich glaube, du musst offen sein. Ich habe lange gebraucht dafür, dass ich da sage, okay, mit den Leuten habe ich immer Zeit verbringt, jetzt muss ich ja weiter Zeit damit verbringen. Mhm. Oder mit denen. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe, irgendwie tut es nicht gut. Und dann bin ich jemand, der relativ lang braucht. Und irgendwann schaust du aber doch, okay, wenn das für den Bauch, fürs Herz nicht gut ist, dann muss ich irgendwie in eine andere Richtung gehen, auch wenn es weh tut. Voll. Mhm. Ich glaube, du musst reflektieren. Und das machen wir Menschen leider auch viel zu wenig, dass wir einfach einmal kurz einmal innehalten und nachdenken und auf sich hört, tut mir das jetzt gut? Und das verlernen wir so ein bisschen, das, weil alles schneller und weiter und uhuhu und immer so was happy peppy, anstatt dass man mal bei sich ist und einfach mal überlegt, wie fühlt sich das jetzt für mich an? Und, und reflektieren ist unangenehm, das muss man auch dazu sagen. Ja, und wir Menschen sind leider auch so, dass wir Dinge eher machen, die bequem sind und die unbequemen weg. Das trifft ja nicht nur auf das Thema Mindset, das trifft ja beim Thema Ernährung und Gesundheit genauso zu. Ja, wir suchen immer noch diese Magic Pill, die uns alles abnimmt. Oder Ozempic. Ich habe jetzt ein Interview gehabt, mit einem Arzt. Natürlich ist die Abnehmspritze, ja, das geht schnell, aber kein Mensch denkt an die Konsequenzen danach. Wenn ich immer den Shortcut nehme und wenn ich immer den Weg wähle, des geringsten Widerstands, dann das wird sich über kurz oder lange durchsetzen. Du wirst schon mal kurz, wirst schon deinen Erfolg haben, aber die wird so schnell auf die Fresse hauen. Und sorry, my friend, aber es ist aber auch so. Und alles, was irgendwie nachhaltig ist, ob das jetzt deine Firma ist, wenn du die aufbaust, ob das dein Lifestyle ist, ob das dein Privatleben ist, alles, was nachhaltig ist, hat Substanz und kann langfristig bestehen. Das ist meine Meinung. Und ich behaupte auch, dann können wir das Thema Diäten gleich abschließen, ich glaube, du musst auch mental abnehmen. Ja, sowieso. Also wenn du so mental noch in dem vollen Rhythmus bist, dann kannst du und Zempic dir reinhauen, was du willst. Das funktioniert kurzzeitig, Stoffwechsel und Co. Ja. Aber irgendwann, genauso wie du sagst, wird es retour kommen, plus 2-3 Kilo noch Sicherheit für den Körper drauf, für den Effekt und dann also sind wir wieder am Beginn. Ich bin da kein Arzt, aber ich bin ein großer, Shortcuts werden die nie da hinbringen, wo du langfristig hin willst. Das ist einfach ein Punkt und dabei bleibe ich. Also das ist und ich behaupte auch, dass bei uns zum Beispiel im Powerlifting großes Ziel sind immer 300 Kilo im Kreuz heben. Und nach dem letzten Wettkampf oder einer der letzten Wettkampfen sind wir so lang gestanden und haben gesagt, es wäre irgendwie cool, wenn wir jetzt schon die 300 Kilo heben konnten. Und in dem Moment haben wir gedacht, nein, es wäre nicht cool, wenn du das geschenkt kriegst, das ist gar nicht mehr so viel wert. Voll, das stimmt. Das ist ja viel cooler, wenn du dafür arbeitest. Sicher, wenn wir jetzt uns alles wünschen können, dann hast du jetzt das 7. Schloss und den 8. Chat. Aber irgendwann denkst du, das ist gar nichts mehr wert. Nein. Wenn du dafür was arbeitest, spielt sich das ganz anders an. Komplett, ja. Anschließend zum Thema Drama, Träume. Was denkst du, steht bei uns Menschen, du hast das glaube ich schon ein bisschen angesprochen, meistens zwischen uns und unseren Träumen? Und Träume meinen jetzt nicht nur unternehmerisch, das kann zwischenmenschlich sein, privat, familiär, was auch immer. Es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Definitiv das Thema bei sich selbst, dieses Zerdenken. Also das ist, du von mir aus nimmst da was vor, du willst es machen und in der Sekunde, wo du es aussprichst, denkst du schon wieder, ja, wie soll das gehen? Das ist so kompliziert. Genau, es ist diese ganze Emotion, die diesen Traum eigentlich ursprünglich ausgelöst haben, wenn du es zum Beispiel niederschreibst, der Verstand kommt und da, 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 da. Aber nicht nur der Verstand, und da sind wir wieder beim Thema mit selektiv sein, sondern auch die Menschen um dich herum. Weil ich finde schon, dass du, und das ist halt, wonach ich so ein bisschen strebe und lebe, ist wirklich dieses Motto, scheiß dir nichts, dann feit dir nichts. Einfach Dinge tun. So. Ja. Und dieses Urvertrauen, das man als Kind hat, und ich glaube, das kennt jeder, wenn du ein Kind bist, du scheißt einfach nichts. Du kraxelst auf den Baum rauf, du kletterst da hoch und springst runter, es ist wurscht, ich denke nicht dran, kann ich mir die Knochen brechen, die Füße, was kann schief gehen, sondern ich tue es einfach. Und along the way, wenn du erwachsen wirst, passiert es, dass da immer wieder Stimmen sagen, deine Eltern, deine Oma, deine Freund, wer auch immer, dein Cousin, dein bester Freund, Freundin, die dann sagen, wie willst du es schaffen? Und so ist dieses Urvertrauen, wird immer kleiner, bis es weg ist. Mhm. Und dann steckt genau das zwischen dem eigentlichen Träumen und Tun. Mhm. Weil das hindert dich dann, weil du hast kein Vertrauen mehr in dich selber. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass alle, die jetzt zuhören, wenn sie Eltern sind oder eine große Schwester oder irgendwie ein Vorbild, und das bist du für jeden, das kann die Supermarktangestellte sein, der Angestellte, egal wer das ist, du hast so einen Einfluss und Worte haben so einen Einfluss. Und deshalb sage ich eher, ich befürworte was und ich motiviere jemanden. Also wie ich sage, gleich von Anfang an, ist eine scheiße Idee, das wird nichts. Weil das riecht oft so viel mehr an. Und das ist was ich jedem empfehlen kann, wenn man irgendwie Menschen um sich hat, jüngere Menschen, dass man einfach eher motiviert, also demotiviert und sagt, wie soll das gehen?
glaube, das ist immer ganz wichtig zu schauen, wer gibt mir das Feedback. Mhm. Wenn mir Person unternehmerisches Feedback gibt, wenn wir bei dem Thema bleiben, und selbst aber nie ein Unternehmen gegründet oder irgendwas dann hat in dem Bereich, muss ich mir überlegen, wie ernst kann ich dieses Feedback nehmen. Voll. Das meine ich völlig wertfrei, aber das kann im Gesundheitsthema auch sein, wenn eine Person irgendwie dir eine Empfehlung gibt, aber das selbst gar nicht umsetzt beispielsweise, dann muss ich mir auch wieder überlegen, wie ernst nehme ich das Ganze. Mhm. Ich kann es ja annehmen, das Feedback. Voll. Die Frage ist, was mache ich dann damit? Ja? Genau, und ich glaube, dass ganz, ganz oft das Thema ist, dass auch da muss man filtern, ist die Person, meint sie es ehrlich, oder oft einmal ist mir was empfohlen worden, weil die andere Person unglücklich war. Oder wenn ich auf Instagram zum Beispiel irgendwas poste und es geht jemandem gegen den Strich, dann ist es oft einmal, oder in 9 von 10 Fällen, das traue ich mir zu sagen, über meine Erfahrungen der letzten Jahre, bin ich nicht das Problem, sondern das Gegenüber. Weil das Gegenüber irgendein Thema hat mit sich selbst und das dann auf mich projiziert. Und ich glaube, das ist auch was, das darf man nicht außen vor lassen. Sehr cool. Eine Sache, die mir bei der Keynote da noch hängen geblieben ist, du hast von, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es das du genannt hast, vom Tagebuch oder vom Journal oder vom Zielebuch, Träumebuch gesprochen, und du hast vorhin auch das Thema Reflexion angesprochen, Denken auf Papier, Niederschreiben, für mich ganz, ganz was Wichtiges, weil ich einfach merke, da kann man so viel verarbeiten. Was hat das bei dir, vor allem hinsichtlich dem Mindset-Thema, hinsichtlich Träume und wieder völlig unabhängig, ob es unternehmerisch, was auch immer ist, was hat das bei dir für eine Rolle? Ganz eine große Rolle. Also wir sind so groß geworden, mein Bruder und ich, der ist selber Unternehmer, hat auch unfassbar groß mittlerweile sich aufgebaut aus dem Nix, weil wir kämen beide von Nix. Also wir sind nicht irgendwie gesegnet mit viel Geld oder so, sondern wir haben wirklich immer 5000 Jobs gleichzeitig gehabt. Aber was wir gelernt haben schon früh, ist eben, dass wir ein Träumebuch hatten, das war ein Fotoalbum, und damals hat unsere Mama gesagt, okay, da hat es einen Otto-Katalog noch gegeben und einen Universalkatalog für alle Deutschen, die jetzt zuhören. Die guten alten Zeiten. Genau. Und das wissen natürlich jetzt die Gen Z, weiß das schon mal gar nicht, das steigt da schon aus, aber unser Jahrgang. Das ist sowas wie ein Buch, wo man was wie Amazon in einem Buch. Genau, das war fetter Schinken, und da hat man dann, hat meine Mama gesagt, du kannst alles ausschneiden von dem Buch, was du willst, und da reinkleben in dieses Träumebuch. Und ich war halt dann, ich war wieder die Geilste, da war halt da ein Häusl drin, dann habe ich das Haus ausgeschnitten, eine Villa, und habe die reingeklebt. Und es ist nie gesagt worden, bist du deppert, das geht nicht. Sondern es ist immer gesagt worden, wenn ich das gemacht habe, müssen wir uns überlegen, wie wir das schaffen als Familie, dass wir da hinkommen. Und das, finde ich, war so ein Knackpunkt in unserer Erziehung. Wie weil alt wir warst uns, du da? Komplett jung. Wir haben das schon mit 8, 9, 10 angefangen. Also wir sind wirklich so aufgewachsen. Und ich habe das halt durchgezogen bis jetzt. Und ich habe dann auch bei Gründung von Constantly K damals niedergeschrieben, was ich mir so wünsche. Und ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, an und dazu mal, dass ich zu Frühstück bei mir zur Claudia Stöckler für 3 will. Genau. Und das war völlig unrealistisch, weil da habe ich, weiß ich nicht, 50.000, 80.000 Follower. Ich weiß nicht, das Buch ist drüben im Büro. Entschuldigung, für die Damen und Herren aus Deutschland, Frühstück bei mir, bei Ö3 ist ungefähr, wie kann man es vergleichen? Nein, es gibt tatsächlich, in Bayern gibt es eine Sendung, die heißt Mensch Otto, die ist ziemlich ähnlich, wo einfach das Who is Who eingeladen wird und dann über das Leben philosophieren. Also da war wirklich schon alles, was Rang und Namen hat, und noch nie eine Influencerin jemals zu Gast. Und dementsprechend war im Vorfeld, ich habe das dann geschafft, ich habe das niedergeschrieben vor 7 Jahren oder so, und habe es dann auch geschafft. Das war ein riesen Shitstorm, auch schon im Vorfeld, weil jetzt ist da eine Influencerin und jetzt fangst du mit so Trotteln an und keine Ahnung was. Ja, das war riesig. Und meine Augenbrauen waren ein großes Thema, weil sieht man eh im Video, die immer so drauf frisieren. Das ist ungefähr das Einzige, was ich mache, wo ich mich schminke, weil der Rest ist mir wurscht. Ja, und diese schiere Augenbrauen, und dann haben wir gedacht, jetzt warte es einfach mal ab, bis ich geredet habe, bevor es jetzt wieder. Das und das haben wir wieder beim Thema. So sinnlos, wenn die Leute so sind, anstatt der Person einfach eine Chance zu geben, und danach war eh alles gut. Weil das Interview dann war anders als erwartet oder was ganz viel erwartet haben. Und ich habe einen Eindruck hinterlassen, aber so habe ich das immer gemacht. Und ich habe halt das hab ich aufgeschrieben, dann habe ich aufgeschrieben, dass ich ein Cover will, also ein Magazin-Cover, national habe ich geschafft. Dann habe ich aufgeschrieben, ich möchte eine Dach-Kampagne haben, also Deutschland, Österreich, Schweiz, mit irgendwen, wo man dann, habe ich nur geschrieben, Kampagne national im Dachraum, und das geht jetzt in Erfüllung im November, das announce ich heute tatsächlich noch, dass das jetzt passiert. Und das heißt, diese Dinge sind nicht morgen passiert, wie ich es niedergeschrieben habe, sondern wirklich erst Jahre später, aber es ist scheißegal. Und zu dem Zeitpunkt war das so utopisch und so weit weg, aber ich habe groß gedacht, weil mir auch nie gesagt worden ist, du darfst das nicht machen. Da natürlich waren kleine Sachen auch dabei, die habe ich dann recht schnell erreicht. Und das ist auch gut so, denn man muss auch Träume aufschreiben und notieren, die realistisch sind.
Und dann kannst du Hackerl machen und das boostet dein Selbstvertrauen und dann ist das auch wieder geil. Deshalb bin ich so ein riesen Fan von Niederschreiben. Ja. Und jetzt gibt es ja Vision Boards und was weiß ich was. Ich wollte gerade sagen, das ist quasi das Oldschool Vision Board. Voll, aber für mich, ich bin ja kein Vision Board Fan, weil ich brauche das, ich möchte das niederschreiben, ich möchte es dann abhackeln und nicht irgendwie dann auf dem Vision Board oben Range Rover sein, ich sage jetzt irgendwas, sondern ich möchte es aufschreiben. Ich brauche das haptisch, weil das löst für mich immer Emotionen aus. Mhm. Wenn ich jetzt was aufgeklebe auf eine Wand, dann gehe ich wieder weg, aber ich beschäftige mich in dem Moment damit und ich plattel das immer wieder durch und dann sehe ich auch, was habe ich erreicht. Das ist auch geil. Ich glaube, dass das die Basis ist, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Mhm. Vor allem, wenn du das in so jungen Jahren schon machst. Also auf Neudeutsch würde man sagen, Props an die Mama, dass die das so absolut, macht. Ja. Weil ich glaube, umso länger, dass man das lernt, das war bei uns nicht ganz so, aber es ist nicht zu spät, das zu lernen. Absolut. Und ich glaube, mit dem steht und fällt das Ganze dann. Voll. Was mich jetzt noch interessiert, wenn wir jetzt zu der alten, nein, zur jungen Karin gehen, du hast ja gerade erzählt, 10 Jahre, 9 Jahre etwa, wenn wir jetzt nur 5 Jahre zurückgehen, was würde die Karin von heute, sprich du jetzt dieser jüngeren Karin vor 5 Jahren, jünger. Genau, du hast vor 6 Jahren, glaube ich, gesagt, du hast die Firma gegründet. 8 Jahre. Ah, 8 Jahre, Verzeihung. Dann machen wir die 8 Jahre statt die 5 Jahre. Was würdest du jetzt deiner Karin sagen, 3 Punkte? Boah, ich würde gar nichts anders machen. Gar nicht anders machen, aber du hast dich weiterentwickelt. Du bist jetzt eine andere Karin wie vor 8 Jahren. Du wirst Dinge dazugelernt haben, du wirst dich in allen Bereichen irgendwo weiterentwickelt haben. Wenn die jetzt da steht und du würdest dir 3 Tipps geben. Ja, gute, sehr, sehr gute Frage. Jetzt habe ich ein bisschen nachdenken müssen. Das ist keine Standardfrage. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe 6 Jahre nicht einen Tag Urlaub gehabt. Ich habe sogar bei meiner eigenen Hochzeit, habe ich einen Tag davor noch eine Kooperation gefilmt, an und dazu alles. Dann mit Gründung der Agentur mittlerweile, sie sitzen jetzt 10 Hanseln fast im Büro. Hänselinnen. Hänselinnen, Hanseln, Hänselinnen. Geht es natürlich so in dem selben Pace, im selben Tempo weiter. Und das bringt mich jetzt zum Punkt, wo ich mir raten würde, dass ich mir mehr Zeiten gönne für mich selber. Und dass ich nicht immer, nochmal, das ist so ein Zwiespalt, weil einerseits, glaube ich, wäre ich nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht so Gas geben hätte, aber man muss jetzt nicht, ich muss nicht am Tag vor der Hochzeit noch irgendeinen Scheiß filmen. Also das ist komplett unnötig, weil das wäre anders auch gegangen. Das sind so Dinge, da denke ich mir, so ein bisschen dumm. Jetzt ist mir das wieder eingefallen, was ich vorhin vergessen habe. Du hast es in deinem Träumebuch niedergeschrieben. Ja. Und das ist aber ja nicht die Arbeit, die dann erledigt ist, sondern bist du nicht dann da gesessen und hast gesagt, so, warum kommt jetzt das Ganze, sondern es kommt ja nur eine zweite Komponente dazu, das eine ist Mindset, das ist nicht, da kann man alles hervisualisieren, was ich, aber wenn ich nicht die Arbeit reinstecke, genau, das ist ja das auch nochmal, was dann dazu kommt. Voll. Ne? Und das habe ich extrem gemacht und mache ich immer noch, weil sonst wird das alles niemals funktionieren, es ist Tun. Ich bin mir für nichts zu schade, ich bin immer auf Augenhöhe, versuche mich immer zu bemühen, beide Seiten zu sehen, die von meinen Mädels, von mir, vom Kunden und jeder ist für mich gleich. Aber wir müssen alle hackeln einfach und Gas geben. Und das ist dann die Frage, die Challenge, was ist jetzt für dich die ideale Challenge, wie viel Freizeit und wie viel arbeiten? Voll. Zu mir hat immer gesagt, du kannst ja nicht so viel arbeiten. Dann haben wir wieder angeschaut, wer gibt mir das Feedback und dann haben wir gedacht, das spielt sich irgendwie nicht mit wie Arbeit an. Natürlich gibt es auch Tage, die nicht super sind, aber am Ende des Tages überwiegt die intrinsische Motivation, dass man da gern reingeht. Und dann stellt sich die Frage, na, wie viel ist denn zu viel? Und dann kommt wahrscheinlich wieder das Körpergefühl ein bisschen rein, wenn ich merke, ich habe keine Energie mehr, Kreativität ist nicht mehr da, dann ist das für mich zum Beispiel ein Zeichen, ich gehe retour und gönne mir ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Das wird wahrscheinlich bei dir anders ausschauen wie bei mir, wie beim Hansi, beim Seppi und so weiter. Stimmt. Ja. Nein, das ist schon so. Also wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, ein bisschen weniger war okay gewesen. Das ist mal das Erste, was ich mir sagen würde. Und halt viel mehr noch genießen, weil ich war in die ärgsten Länder, ich habe die coolsten Städte gesehen, ich war auf die ärgsten, krassesten Trips. Und dass man da einfach auch präsent ist im Hier und Jetzt, das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Das ist ein heute noch ein Lernprozess. Was ist ein konkretes Beispiel? Naja, gibt es viele. Also ob das jetzt ein, keine Ahnung, auf der Mailänder Fashion Week war, wo ich bei den ärgsten Shows war und ich bin einfach von und weiter und weiter, weiter, immer weiter und umziehen, schnell. Aber das mal ein konkretes Beispiel nehmen, weil das für mich auch ganz wichtig ist. Lappland, Polarlichter, ist ein konkretes Beispiel. Ja. Wir waren da und das haben wir schon genossen in dem Moment, aber das hätten wir noch viel mehr genießen können. Wie hätte das ausgeschaut konkret? Dass du einfach nur eine halbe Stunde nimmst? Zeit, oder? Ich brauche gar keine halbe Stunde. Es reicht, wenn ich 5 Minuten mich kurz hinstelle, allein, und einfach 5-mal tief Luft hole und mir denke, Alter, wie geil ist eigentlich mein Leben? Und ich habe das schon genossen, also viel mehr als noch mit den Jahren davor, weil das war erst letztes Jahr. Aber das ist zum Beispiel jetzt ein Moment, der war so magisch, weil diese Lichter, das war unfassbar die Stimmung.
Und das sind so Momente oder auch so Milestones, das Cover, das Frühstück bei mir, nach jeder Keynote, die Menschen, die zu mir kommen, dass ich mir da noch viel mehr Zeit nehme und dass ich das noch viel mehr aufsauge, weil das ist eigentlich das, was mich so glücklich macht und wo ich dann am meisten Energie rausziehe. Und bei mir ist es oft so, ich gehe von der Bühne runter und dann schaue ich auf die Uhr, fuck, ich muss schon wieder weiter, weil ich muss schon wieder dahin. Du bist dann gleich ins Büro zurück. Genau, ja. Genau. Und es war halt ein Freitagnachmittag, also es wäre jetzt wurscht gewesen, wir operieren alle nicht am offenen Herzen, ob ich jetzt diese E-Mails am Montag geschickt hätte oder am Freitag oder irgendwas, was ich dann noch tun habe, keine Ahnung, unnötig. Mhm. Das sind also Dinge, ja, im Hier und Jetzt sein, mehr Balance und ja, das sind jetzt so die zwei wichtigsten, hätte ich jetzt gesagt. Sehr cool. Genau. Ich würde jetzt gerne mal zum Thema, zum Alltag kommen. Mhm. Und ich würde da wirklich gerne jeden adressieren, ob man jetzt Familie hat oder nicht, ob man Kinder hat oder nicht, ob man Unternehmer ist oder nicht, ist völlig egal. Mich interessiert, wie du persönlich den Spagat zwischen Leben, das kann Privatleben sein, die Gesundheit, das Unternehmertum, du hast gesagt, du hast Mitarbeiterinnen, du hast eine Verantwortung für viele Leute. Mhm. Wie schaffst du den Spagat zwischen dem Ganzen, vor allem auch nicht nur mindset-technisch, sondern auch gesundheitstechnisch, Ernährung und Co. Also was kommt da als erstes in den Sinn? Routinen. Also ich schaffe, also zwei Dinge kommen mit. Das ist mir meine Frage vorweg. Ja, Routinen. Stellt, wie wichtig sind Routinen für dich? Ja. Routinen und Inseln schaffen. Also Inseln und Routinen, das sind die zwei Hauptthemen. Mhm. Mit Inseln meine ich, dass ich zweimal im Jahr mir jeweils 10 Tage, also eine Woche bis 10 Tage gönne, wo ich irgendwo hinfahre. Aber nur ich allein, ohne Handy. Das Handy kommt in Safe. Mein Team übernimmt oder mein Mann mein Instagram-Account. Das heißt auch ohne Mann? Ja, nur ohne alles. Nein, nicht mit dem. Das stresst mich dann auch schon wieder. Also ich muss allein sein für mich selbst. Und da habe ich 5 Bücher mit. Am besten irgendwelche Schinken, nichts mit Mindset, nichts mit irgendwie Weiterbilden. Das ist, du musst manchmal ein bisschen runter von dem ganzen Trip und einfach nur seichten Scheiß schauen im Fernsehen. Ein iPad habe ich schon mit. Aber halt auch kein Internet. Also ich habe wirklich keinen Zugriff zu irgendwelchen Social Media, nichts. Und das sind meine Inseln, die man schafft, das ist zweimal im Jahr. Man muss ja da auch dazu sagen, einer deiner Hauptbereiche ist ja Instagram, das heißt, du lebst mit dem Smartphone, ne? Beruflich. Ja, 24/7. Genau, und umso größer ist natürlich der Cut dann. Voll, aber das ist das Schönste, weil mittlerweile bin ich da so drinnen, dass ich weiß, okay, mein erster Tag, ich komme an, ich erledige nur das, was ich jetzt am Erledigen habe, das Handy kommt in Safe und dann hasta luego, ciao, servus, dann bin ich weg. Und das sind diese Inseln, die ich mir schaffe. Also so tanke ich Kraft für mich persönlich. Und ansonsten bin ich extremer Routinemensch. Also ich bin schon fast ein bisschen krampfhaft, so was das anbelangt. Ich habe jede Woche dasselbe Programm. Also ich stehe immer, also wir gehen extrem früh ins Bett. Immer, das ist aber Georg geschuldet durch Fußball und Sport. Regeneration. Dass wir wir sind nie nach 9:30 ins Bett gegangen und auch kaum wirklich rausgegangen. Jetzt bin ich mittlerweile selber schon so, dass ich um 9 Uhr schon im Bett liegen muss, weil wir heute halt um zwischen 5 und 6 aufstehen und dann geht es zum Sport und auch das ist getaktet. Was weiß ich, am Montag. Das heißt, vor dem Büro gibt es einen Sport? Immer, also 5 Tage die Woche, wobei das habe ich auch voll übertrieben. Letztes Jahr, da habe ich halt teilweise am Jahresende dann geschaut und habe 385 Workouts gemacht, komplett unnötig, braucht kein Mensch, total deppert. Und dann habe ich mir gedacht, okay Karin, das kann so nicht weitergehen und jetzt habe ich ganz normal 2 Ruhetage, mache aber 5-mal Sport. Aber auch da, jeden Tag dasselbe Programm. Also ich bin da wirklich, wirklich strikt. Und ja, und dann, und ich lebe voll gesund. Ich trinke fast keinen Alkohol, also ganz selten. Ich rauche nicht. Ich habe jetzt geraucht vor meinen 40er, weil ich einen Vogel gehabt habe, einen Monat lang. Das habe ich dann gleich wieder lassen. Ich mache immer alles sehr extrem. Aber nein, ich achte Vollgas auf meine Gesundheit. Ich trinke voll viel, also Wasser. Und schaue einfach, dass ich auf mich schaue, weil es gibt mich nur einmal. Und wenn ich da ausfalle, haben wir ein Problem. Wenn man jetzt sagt, das ist ein Thema, das sehr viel an mich herangetragen wird. Wir alle wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, Statistik, über 50% Österreicher und Österreicher sind übergewichtig. Mhm. Jetzt behaupte ich mal, dass der Großteil dieser Menschen genau weiß, was man tun müsste, dass ich abnehme. Naja, ich muss wahrscheinlich weniger essen, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung machen. Ich glaube, das weiß jeder. Und das ist ja gar nicht das Geheimnis, sondern das Geheimnis ist, in die Umsetzung zu kommen. Da gibt es ja so eine schöne Analyse, jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, die Universität in Großbritannien, wo auch immer die analysiert haben, ja, wie lange dauert es denn, bis eine Routine wird. Und da war der Durchschnitt 66 Tage. Ja, ne? Genau. Das sind über 2 Monate, das ist richtig lang. 2 Wochen was durchhalten geht schnell, 2 Monate ist lang. Wie machst du das? Hast du dann einfach die mentalen Eier quasi und sagst, ich ziehe das einfach durch? Oder was machst du dafür?
ich denke nicht, nochmal, das haben wir wieder beim Thema, ich zerdenke nicht, ich tue es einfach. Und das ist halt wirklich, ich glaube, der springende Punkt, also dieses Quäntchen, wo du dann diese extra Meile gehst, in dem Fall, kommt meistens so nach 3-4 Wochen, weil da hast du dann den ersten Downer. Weil dann denkst du so, es tut sich nichts. Ich kann mich erinnern, wie ich mit Sport begonnen habe, das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, habe ich mir gedacht so, fuck, ich habe wieder, da habe ich noch eine Waage gehabt, auch total dämlich, habe ich auch nicht mehr. Aber damals habe ich mir gedacht so, fuck, ich habe zugenommen, ich habe nicht abgenommen, es ist alles für die Fische, alles ein Scheiß. So. Und habe mir dann gedacht, hör jetzt auf. Dann habe ich gedacht, nein, weil jetzt habe ich den Schascha einen Monat gemacht, jetzt mache ich weiter. Und dann auf einmal hat es Klick gemacht. Und das ist, ich habe das gehasst, wenn das die Leute zu mir gesagt haben, Wort bis klickt. Aber es ist wirklich so. Und du wirst belohnt. Das ist wie bei allem im Leben, wenn du konstant etwas machst, über kurz oder lang passiert was. Und das ist einfach das, die Menschen dürfen nicht so viel an diese 66 Tage denken, sie dürfen auch nicht so viel an diese, sondern das entwickelt sich. Und du kannst dann nicht von heute auf morgen sagen und realistisch halt auch Geschichten machen, weil wenn ich zweimal in der Woche zum Sport gehe und das ziehe ich jetzt einmal 66 Tage durch, ist auch schon geil und nicht gleich 5-mal oder was auch immer. Oder, keine Ahnung, so und so viel abnehmen in der Zeit, sondern konstant einfach an sich arbeiten und sich selbst was Gutes tun. Und nicht immer so diese Zahl und keine Ahnung, die Waage kommt gleich mal raus, das interessiert keinen Menschen, weil du merkst es ja an deiner Hosen, ist eng, ist nicht eng, an deinem Progress, was geht weiter, was geht nicht weiter. Mhm. Aber ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Hast du da gesundheitstechnisch irgendein in deinem Träumebuch eine Person drin bitten, wie du fitnesstechnisch, körperlich auch schon möchtest? Nein, überhaupt gar nicht. Das Träumebuch ist auch wirklich nur bei mir Business. Wir haben privat schon eins, der Georg und ich, wo wir so einen 3- und einen 5-Jahresplan uns einmal erarbeitet haben. Aber es war immer schwierig mit Fußball, weil wir halt nicht gewusst haben, da kann im halben Jahr alles anders sein. Und so war es auch ganz oft bei uns. Aber ich eifere niemanden nach, weil ich glaube... Nein, das meine ich gar nicht. Ja, oder halt, dass irgendwie... Aber dass du sagst, ich würde gern so viel Kilo heben, ich würde gern so ausschauen oder wie auch immer. Nein, ich will mich einfach wohlfühlen in meiner Haut. Und ich will einfach, wenn der nächste Sommer kommt oder der nächste Urlaub, ist ja wurscht was, dass ich mich wohlfühle. Und ich glaube, das kommt ganz viel von innen raus. Ich muss nicht, dass ich jetzt so einen Arsch habe und solche definierten Arme, aber ich muss das einfach spüren. Und das spüre ich, wenn ich was für mich mache. Das ist einfach so. Ja. Also, nein, habe ich nicht. Ach, das alles nicht. Sondern ich muss für mich mehr einfach mehr so. Sehr cool. Genau. Wenn wir jetzt einmal ein bisschen in den Bereich Social Media reingehen. Du hast das zuerst ja ziemlich cool angesprochen. Ich kenne das von Kommentaren auf Social Media, dass der Kommentar viel mehr über die Person aussagt, die den Kommentar schreibt, als die den Kommentar erhält. Man merkt dann relativ schnell, wenn eine Person irgendwas schreibt und oftmals sind es halt negative Dinge, merkt man relativ schnell, aus welchem Bereich kommt die Person oder welche Probleme nimmt die vielleicht mit. Du hast das zuerst auch ein bisschen erwähnt. Wenn man sich die Postings so auf Instagram anschaut, wir haben es eingangs auch schon ein bisschen erwähnt, ist oftmals die Realität ein bisschen andere wie das, was man auf Social Media sieht. Ein bisschen sehr viel anders. Ja. Ja, genau. Ich würde mal sagen, 8 von 10 Influencern, die ich kenne, da passt das Bild für mich vom Bauchgefühl her das eine mit dem anderen nicht zusammen. Sprich, was passiert vor den Kulissen und was passiert hinter den Kulissen. Wie stehst du zu dem Thema Realitätsnähe? Du hast ja gesagt, Authentizität ist extrem wichtig, aber wie nimmst du das zum Beispiel in deine PNs wahr? Du kriegst ja auch viel reflektiert von deinen Followerinnen und Followern. Wie nimmst du das ganze Thema wahr? Ich kriege da ganz wenig, ehrlicherweise, weil ich ja sehr transparent bin mit allem, wie ich was kommuniziere und wie ich bin und wie ich mich gebe. Das heißt, ich kriege wenig Gegenwind. Es ist immer, wenn es immer so. Es muss gar nicht Gegenwind sein, aber vielleicht irgendwie so ein Grundfeeling in deinen PNs, wo du merkst, vielleicht kann ich es anders formulieren, dass man sich denkt, bah, bei der Karin, da läuft einfach alles perfekt. Und ach so, alles nein, so aber auch das so gibt es nicht, weil nochmal, ich bin transparent, das gibt es bei mir nicht, weil ich zeige mir auch, wenn ich rehe. Und ich zeige auch, wenn ich einen Scheißtag habe. Also nicht immer, das geht nicht immer. Und vor allem, so viele Dinge muss ich. Es geht an niemandem was an, wenn man jetzt irgendwie struggelt. Weißt du, was ich meine? Aber wichtig ist, dass man einfach sagt, okay, man struggelt, bitte akzeptiert das und heute ist einmal nicht so ein geiler Tag oder heute habe ich die Herausforderung und dann ist man natürlich dankbar, weil das machen halt die wenigsten. Aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht gleich mit dem Finger zeigt und sagt, alles ist fake. Weil nochmal, ihr seid für euch selber verantwortlich, wenn ihr euch reinzieht. Und ich kann es immer sagen, die Person ist fake und die ist anders wie da, dann schaut das halt einfach auch nicht an. Weil wenn du der Person immer wieder zuschaust, dann hat die auch Daseinsberechtigung. Und wenn es mich nervt, schauen wir es auch nicht an. Ganz viel wollen das auch gar nicht, das ist eine bewusste Entscheidung. Ganz viel wollen das auch nicht so, wie ich das mache, dass ich einfach immer eine rede, freie Schnauze, Schimpfwörter verwende. Die haben ganz einen anderen Style in allem. Und dann passt es aber wieder zusammen, wenn du die im echten Leben triffst, dann sind die auch zurückhaltend und
so wie einer Instagram-Feed, weißt, ein Brett und das passt alles. Und du kannst nicht immer Rampensau sein und das musst du auch nicht. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich halt so bin, wie ich bin. Aber da bin ich nicht mehr jemand, der verurteilt. Ich bin verantwortlich, wenn ich mir anschaue. Und so ist das auch. Wenn 8 von 10 einfach fake sind, dann schaue ich mir die 8 da gar nicht an. Weil dann schaue ich mir die 2 an, wo ich ein gutes Gefühl habe. Es liegt immer an einem selber, glaube ich. Wie ist es damit gegangen, wie du mit Social Media angefangen hast? Ich denke mal, das ist auch eine Entwicklungsreise, dass du den Mut hast, alles so zu sagen, wie es ist. Ich glaube, dass viele Leute auch das Problem haben, ich kann ja nicht die negativen Sachen sagen, was denken dann die anderen drüber. Ich denke mal, wie du begonnen hast, war es vielleicht auch ein bisschen anders. Es ist halt noch anders, weil du musst voll aufpassen bei voll vielen Dingen, wie du Dinge formulierst, aber wie im Podcast, weißt, wenn du jemanden hast, der mit Essen struggelt, dann musst du da schon aufpassen, habe ich eh nicht zu viel Trigger in irgendjemanden. In der heutigen Zeit musst du voll aufpassen, wie du was formulierst. Weil ich bin ganz anders aufgewachsen wie die jungen Menschen jetzt. Bei uns hätte es das nicht gegeben, dass ich zur Therapie gehe. Bei uns hätte es das nicht gegeben, dass... Das ist manchmal, kommt es mir vor, verweichlicht, aber das stimmt nicht, weil das darf man auch wieder nicht verurteilen, weil wir sind ohne Social Media aufgewachsen. Ja. Und natürlich sind die Leute dann verweichlicht, weil die sehen den ganzen Tag nur Blödsinn. Was denn nur das Perfekte, nur das. Und da kriege ich einen Vogel. Ja. Ich bin aber anders aufgewachsen. Das heißt, ich würde niemals das verurteilen. Also ich sage, die gehen zur Therapie. Zum Glück gibt es das mittlerweile. Mhm. Aber das sind Generationen. Das der ist Kontext ganz, ist ganz anders. Ne? Ganz, ganz, ganz anders. Mhm. Von dem her kann ich das gar nicht so beurteilen oder auch nicht so viel mitreden, weil ich bin da einfach anders groß geworden, ehrlicherweise. Und ich wo bin da nicht. Ja, bitte. Nein, ich bin da nicht reingewachsen, sondern ich habe diese Einstellung gehabt, dass ich mir gedacht habe, so, hey, ich bin so, wie ich bin und ich tue das jetzt einfach und ich bin jetzt mutig und ich rede so, wie ich rede. Aber du musst immer aufpassen, vor allem, wenn du so viele FollowerInnen hast, hast du eine gewisse Verantwortung. Weißt du, das ist voll ein schmaler Grat, was kannst du sagen und was, und das ist voll traurig manchmal, weil man selber denkt, ich darf jetzt so gern was sagen, aber ich kann fast nichts sagen, weil ich weiß, da ist Shit dann vorprogrammiert und ich versuche es dann meistens ein bisschen zu entschärfen und das in meinen Worten zu sagen. Und auch das kann man jetzt schon wieder um die Ohren fliegen, weil ich sage, wenn du diese Dings hernimmst und sagst, die heutige Generation ist verweichlicht, dann ist das ein Satz, den ich gesagt habe, aber der Rest ist gar nicht dabei. Aber du kannst jetzt allem irgendwas machen, weißt? Und es ist halt, wenn ich was suche, findest du immer was. Und das ist halt echt manchmal ein bisschen schwierig. Und deshalb, glaube ich, entscheiden sich viele, ruhig zu sein, weil das einfach unfassbar viel Kraft kostet, wenn du dann diesen Shitstorm kriegst. Ja. Ich würde jetzt noch einen kleinen Themenswitch machen. Du bist Unternehmerin, ich bin auch bei Unternehmenstreffen dabei, mache Vorträge und so weiter. Und da merke ich immer zwei Felder. Das eine sind die Männer. Die Männer, und ich bin auch noch dran, darf ich das so sagen, wir glauben immer, dass wir ziemlich viel können. Oftmals sagt es uns dann, dass das vielleicht gar nicht so viel ist. Ich vergleiche es einmal mit dem schönen Beispiel. Stell dir vor, es gibt eine Stellenausschreibung mit 5 Charaktereigenschaften, die gefragt werden. Und der Mann denkt sich, okay, von den 5, 2,5, vielleicht 3 schaffe ich bewirbe mich einfach einmal. Die gleiche Stellenanzeige liest eine Frau und denkt sich dann, von den 5 habe ich nur 4, ich bewerbe mich lieber nicht. Das heißt, ich merke das wirklich oft auch im Bereich Gesundheit. Ich merke das im Krafttraining, wenn ich mir die Frauen anschaue, der Großteil, die einfach perfekt trainieren. Und dann sage ich zu einer, hey, richtig stark. Und dann sagen sie, nein, so stark ist das nicht und so weiter. Also, du entschuldigst dich gleich mal, ja? Ja, genau. Also diese, ich nenne es immer die mentalen Eier oder dieses Selbstbewusstsein fehlt in vielen Fällen. Ob das im Training ist, ob das jetzt im Unternehmerischen ist. Was kannst du als Frau, die Gas gegeben hat, und da steht es, darf ich das kurz sagen? Steht sogar drauf, geile Alte. Was kannst du da für einen Tipp geben oder für eine Learnings hast du gehabt, was du gemerkt hast, die kommt da in die Umsetzung? Oder her mit dem Selbstwert, Selbstvertrauen, wie auch immer man es bezeichnet. Ich glaube, das allererste ist nicht zu viel nach links und rechts schauen. Das ist einmal das allererste. Weil auch wieder, Social Media. Man vergleicht sie immer. Die hat das und automatisch stelle ich mich auf ein anderes Podest, dass wie die Person, der ich vielleicht folge und die vielleicht irgendwie vorgibt, das Leben zu führen, das ich vielleicht führen will. Das ist einmal das allererste. Das zweite ist, dass ich habe zum Beispiel einmal eine Zeit lang das 5-Minuten- oder 6-Minuten-Tagebuch geführt. Und da war immer, der erste Satz war Selbstaffirmation. Und ich habe da sicher ein Jahr lang reingeschrieben, ich bin gut genug. Weil natürlich war das in meinem Beruf auch so. Du fliegst nach Mailand, nach New York, nach Paris, auf Fashion-Shows. Da wird es immer Leute geben, die schöner sind, geiler sind, cooler sind, bessere Figur haben, noch mehr was weiß ich haben. Und du tendierst dazu, dass du dich selbst runter machst oder halt, obwohl es ja gar nicht bist, weil du bist ja trotzdem eine
geile Worte. Und ich glaube, dieser Satz, ich bin gut genug, ist ganz wichtig. Und das ist was, was ich auch jedem oder jeder, jetzt in dem Fall, wenn man über Frauen sprechen, mitgeben kann, ist, dass du gut bist, so wie du bist. Ja. Und das, glaube ich, muss ein bisschen in unsere Köpfe rein, weil aber wer... das redet sie so leicht. Ja, aber das kann ich auch noch wieder nur praktizieren. Ja, das genau. Sind wir wieder beim Thema. Mhm. Es redet sie leicht, ja, das ist für mich auch leicht. Aber immer, wenn ich daran denke, oh, warum ist jetzt was wie und warum ist es... Hey, ich habe eine Daseinsberechtigung und ich bin gut genug. Und ich habe sehr viel mit Männern zu tun. Und jetzt auch wieder, es ist um eine Vertragsverhandlung gegangen und ich schwöre es euch, ich bin behandelt worden wie der Größte, wie, keine Ahnung, weil ich eine Frau bin. Und ich bin normal überhaupt nicht so. Aber da habe ich mir das erste Mal gedacht, fuck, jetzt weiß ich, wie das ist. So diesen Stempel zu haben, nein, das ist nicht gut genug. Keine Ahnung, wenn man denkt, schau mal meine Zahlen an, oder? Dann hinterfragst du das gar nicht, du Volltrottel. Weißt? So, das ärgert mich dann so, wenn ich mir denke, du hast halt so diesen Stempel. Aber nochmal, ich lasse mich dem nicht abbringen, sondern ich denke mir, jetzt erst recht. Ja. Und ich finde, wir Frauen sollen uns viel mehr zutrauen. Einfach tun. Und das haben wir jetzt wieder beim Thema, nicht zerdenken. Ja. Und so schließt sich immer wieder jeder Kreis. Und das ist einfach das, was ich mitgeben kann. Ja. Weil warum soll ich mich nicht bewerben? Und wenn nur ein Attribut stimmt, oder eine Eigenschaft stimmt, die ausgeschrieben ist bei der Stelle, und dann sage ich, hey, wisst ihr, wie oft ich mich beworben habe? Aber Red Bull damals, ich glaube, ich habe denen ohne Scheiß 45 Millionen Bewerbungen geschrieben, weil ich habe nie was studiert und tut sich jemand, die hat nur mit Studiumabschluss und irgendwann hat es geklappt und ich habe dann wirklich bei Red Bull gearbeitet, ohne Studium und habe dann Eventmanagement gemacht. Also ich habe einfach nichts geschissen, weil wenn man dachte, ja, dann kriege ich halt nur ein Nein. Nichts geschissen plus dranbleiben. Ja, und ein Nein nicht das Nein akzeptieren. Ich meine, da gibt es schon einen Unterschied. Du kannst es die ganze Zeit nerven, logischerweise, aber wenn eine neue Stelle kommt, habe ich mich wieder beworben. Und irgendwann war es halt dann so. Ja. Und ich glaube, so, ja, diese Dinge sind unglaublich wichtig. Sehr cool. Das heißt, die Damen wissen Bescheid, was zum Tun ist. Ja? Genau. Karin, schon langsam kommen wir zum Endspurt. Was mich jetzt noch interessiert, in deinem Träumebuch, wenn wir jetzt in 5 Jahren wieder da sitzen, wo geht deine Reise hin? Oh, das ist eine super Frage. Das werde ich so oft fragen. Das müsste ja in deinem Träumebuch schon drinstehen, oder? Nein, weil das erst jetzt wieder mal schreiben muss, also wieder neu schreiben muss. Es sind so viele Sachen passiert in den letzten 2 Jahren. Ja, Entschuldigung, darf ich es anders formulieren? Ich habe jetzt uns gesagt, dass du die Frage kriegst eh öfters. Wenn man ein bisschen bei uns reingräbt und wir wollen irgendein Ziel erreichen, dann geht es ja eigentlich gar nicht um das Ziel per se, sondern es geht um die Emotion dahinter, die wir mit dem Ziel verbinden. Das heißt, wenn ich Hausnummer, bei mir gibt es die große Vision, die Rockworld, das ist ein großes Firmengebäude, bla bla bla. Natürlich geht es mir dann, dass das Ding dasteht, aber mir geht es auch um die Emotion. Was liefert man dieses Ziel dann? Vielleicht ist das die Frage besser, welche Erfahrungen willst du noch sammeln oder welche Emotionen willst du noch erleben? Was ich erleben will, Zufriedenheit. Das ist ein Thema, das ich so wichtig finde, weil ich schon sehr getrieben bin und immer weiter will. Was ich begriffen habe, ist, dass nicht immer mehr sein muss. Also ich brauche jetzt da nicht nur 10 Leute, weil wir sind so ein unschlagbares, tolles Team. Also ich will einfach das stabilisieren und so weitermachen, wie es jetzt ist und wachsen und lernen. Aber für mich selber ist so Zufriedenheit und dieses innere Glücklichsein mit mir selber. Ich kann ich nicht beschreiben, manchmal fühle ich mich ein bisschen leer so, aber weil ich einfach auch sehr viel gebe und also durch meine Charity, weißt du, ich gebe immer so und das macht mich glücklich. Aber manchmal vergesse ich auf mich selber auch, dass ich wirklich glücklich bin, in mir drinnen. Kannst du das an einer Sache oder an ein Erlebnis festmachen, was du zufrieden macht? Ja, jedes Jahr, wenn ich einen Scheck schreiben kann von 50.000 Euro am Ende vom Jahr, wenn ich das bei unserer Charity-Aktion überweisen kann, das macht mich glücklich in dem Moment. Aber das sind genau 2 Sekunden. Dann habe ich das überwiesen, dann denke ich mir kurz, boah, das haben wir geil gemacht, wir alle, das bin ja nicht ich allein. Und dann geht es schon wieder weiter. Und so dieses, eher so dieses Grundrauschen an, ich bin zufrieden, ich bin glücklich mit mir selber, nach dem strebe ich. Und das geht dann einher mit Zufriedenheit. Und ich glaube, das kommt mit dem Alter, dass man einfach sich noch mehr bewusst macht, wie gut es uns geht und was eigentlich gerade so um uns herum passiert. Aber es ist voll der Lernprozess und du musst halt immer wieder stehen bleiben und innehalten und denken so, Alter, wie geil ist das, das ist jetzt gerade so passiert. Aber es ist halt voll schwierig, vor allem wenn du so ein Mensch bist wie ich. Aber das ist so das Endgoal. Das wirst du mit 60, mit 70, voll. Mit 80 auch noch so haben wahrscheinlich. Voll. Nein, aber ich will schon für mich bewusst entscheiden, dass ich mir denke so, jetzt, das ist geil. So. Das ist das, wonach, was ich strebe. Und ich kann auch das erreichen, das weiß ich. Aber ich muss mich halt extrem mit mir auseinandersetzen. Und das ist nicht immer geil. Und das ist so ein Projekt, das ich einfach fokussieren will. Und das bin ich als Person, dass ich einfach mit mir selber rund bin und so.
zufrieden. Aber ich glaube auch, wenn es immer geil war und alles, das haben wir wieder beim Thema von vorhin, und alles super einfach ist, und ich glaube, dass wir Menschen dann irgendwann die Lust verlieren, wenn alles so super easy ist. Also ich glaube, dieser... Das braucht man. Ich denke mir immer, wenn ich das Ziel jetzt erreiche, was ich habe, vielleicht will ich es auch gar nicht so erreichen, weil ich eigentlich den Weg dorthin genieße. Ich will es nicht geschenkt kriegen, ich will es selber erarbeiten. Ja, aber extrem spannend. Mir ist jetzt nur eine Frage eingefallen, die steht da zwar gar nicht drauf, aber das interessiert mich. Das ist zwar jetzt nicht mehr so philosophisch oder mindset-technisch, aber Social Media orientiert. Mhm. Du bist ja mit eurem Online-Magazin online vertreten. Ja. Mhm. Dann gibt es Instagram. Mhm. Gibt es bei dir auch Überlegungen, dass du andere Kanäle angehst, oder überlegst du, was passiert, wenn in Instagram in 10 Jahren irgendwas anders auf einmal größer wird? Gibt es da Überlegungen in diese Richtung? Immer am Puls der Zeit einfach bleiben. Für das habe ich da drinnen so viele Mädels, die unter 30 sind, die ungefähr jeden Trend aufsaugen, ob das TikTok ist, ob das LinkedIn ist, ob das Snapchat ist, es ist scheißegal. Mhm. Und ich glaube, du musst offen sein. Und deshalb, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass morgen alles vorbei ist. Ich bin ja auf LinkedIn ziemlich, wo ich immer wieder versuche, Tipps zu geben für UnternehmerInnen oder halt Brandbuilding für Angestellte. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich mache jetzt... Du bist nicht verheiratet mit Instagram? Gar nicht, weil für das gibt es ja die Agentur. Also ja, ich habe die Agentur schon aus einem Plan B gegründet, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mein Wissen als Influencerin mit der Agentur vereinen, ich kenne beide Sichten, Brand und die der Influencer, und dann kann man da perfekt beraten. Also das hat schon einen Grund, warum ich was gemacht habe. Ich habe mal ein Modelabel gehabt, das habe ich auch gemacht damals. Ich habe viele Dinge probiert und gemacht. Aber das zum Beispiel, die Agentur ist ganz klar Plan B zu dem, was, und ich will, keine Ahnung, jetzt fühle ich Instagram noch extrem, aber ich bin 40, weiß nicht, ein bisschen mit 50 auch noch fühle. Jetzt, laut Jetztstand, ja, weil es ist das Geilste, was ich machen kann. Aber ich glaube, du musst immer offen sein für alles Mögliche. Und das ist halt dann TikTok, Snapchat und was ich, was da nicht alles gibt. Mhm. Twitch, ja. Gibt es auch noch? Ja, genau. Mhm. Und den Autokatalog gibt es nicht mehr. Nein, leider, den gibt es nicht mehr. Ewig schon. Da haben wir noch einen kleinen Themenswitch gemacht, sorry. Mhm. Karin, ich sage vielen, vielen Dank. Gerne. Ich würde gerne einen Abschluss noch machen. Wo findet man dich am besten? Constantly K auf Instagram. Mhm. Mit C. Genau. Mhm. Und dann K. Genau. Karin Teigl auf LinkedIn. Mhm. CYK Collective auf Instagram. Das ist aber gar nicht so blöd, wenn man sagt, man folgt der Seiten, weil wir ihr immer so Insider-Tipps geben, wie wir Kampagnen umsetzen. Das ist deine Agentur. Genau. Also. Mhm. Wie man brandseitig vorankommt. Ich versuche immer, wie ähnlich wie bei dir, einen Mehrwert zu bieten. Und das machen wir mit Newsletter, mit Postings und eben auch auf LinkedIn, aber eben auch im Podcast. Und da habe ich einmal coole GästInnen zu Gast, die heute halt sprechen über ihr Leben, über ihre Philosophie, über ihre Einstellung, Mindset und so weiter. Also da findest du mich auch. Mhm. Genau. Und einen Podcast hast du auch? Ja, genau, habe ich auch gesagt, Podcast. Also war das war referenziert auf das andere. Nein. Genau. Sehr cool. Karin, ich sage vielen Dank. Gern. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jawohl, ich freue mich. Fett euch. Tschüss.